Ja, mein Motto beim Dartsport ist nicht viel hilft viel, sondern im Gegenteil, weniger ist mehr. Weniger Gewicht am Barrel, weniger Länge beim Schaft und natürlich beschneide ich auch alle meine Flights. Das möchte ich hier nochmal kurz demonstrieren, wie ich das mache. Das geht eigentlich relativ schnell. Hier mache ich nur zwei kleine Schnitte. Und dann ist es prinzipiell fertig. Man kann sich sehr gut an dem Muster auf dem Dart, auf dem Flight orientieren und dementsprechend dann sehr genau schneiden. Man kann auch, wenn man will, wenn man da etwas unsicher ist, auch beim erst, den ersten Schnitt nehmen und dann den Flight leicht umklappen. Und dann eben an der vorherigen Schnittkante dann die beiden anderen Seiten schneiden. Aber ich schneide jetzt, wie gesagt, jeweils die beiden Seiten, die eben von diesem zusammengeklappten Flight anhand des Musters, das aufgedruckt ist, gerade runter. Und ja, das kann man eben, wie gesagt, bei Flights machen, die symmetrisches Muster aufweisen. Bei Flights, die nicht symmetrisch bedruckt worden sind, da gibt es eben auch verschiedene Ausformungen. Es gibt noch Flights, wo man sich orientieren kann an dem Muster und dementsprechend dann mit der zweiten Methode dann eben einfach den Flight umklappen nach dem ersten Schnitt und dann kann man an der vorhandenen Schnittkante dann den zweiten Schnitt ausführen. Ich demonstriere das gleich nochmal anhand verschiedener Designs, die da eben vorherrschen. Aber grundsätzlich sind die Muster ja in den meisten Fällen symmetrisch und dann kann man das, so wie ich das jetzt gerade demonstriere, machen. Damit ist der Flight allerdings meiner Meinung nach für meine Erfordernisse noch nicht ganz fertig. Ich habe das festgestellt, ich habe da ein paar Tage mit diesem Flight so geschmissen und das war aber nicht zufriedenstellend. Ich habe dann noch einen zusätzlichen Schnitt unten angesetzt, der denn den Flight dann unten auch noch mal etwas verjüngt hat. Und an dem Zeitpunkt flog der Dart dann eben auch so, wie ich das mir vorstelle und dann möchte. Und ich zeige das auch gleich anhand meiner 180er Würfe, die ich jetzt hier nur fotografisch aufgenommen habe in den letzten 14 Tagen. Das waren dann 180er mit diesem Equipment, also original, den Barrel und auch den Original, den Schäften und dann eben, wie gesagt, diesem speziellen zugeschnittenen Flight. Und da kann man eben auch sehen, dass eben die Flights überhaupt nicht beschädigt werden, auch über einen längeren Zeitraum, wenn man eben mit leichteren Flight, vielmehr leichteren Barrels schmeißt. Also die Barrel und der ganze Dart wiegt insgesamt nur 18 Gramm und oder vielmehr 17 Gramm und dementsprechend beansprucht er überhaupt nicht das Dartboard. Und ja, hier zeige ich nochmal meine schon jetzt abgelegten Flights. So macht man das eben, man klappt das dann eben um und kann dann eben zuschneiden. Hier zeige ich nochmal einen Flight, der eben auch symmetrisch ist. Da hat man auch Möglichkeiten und Anhaltspunkte zu schneiden. Hier ist dieser ist nicht symmetrisch, da muss man den eben umklappen und kann dann eben ganz genau schneiden. Man kann auch mit einem Schnitt das dann eben machen pro Seite oder eben auch mit zwei Schnitten oder auch gegebenenfalls mit drei Schnitten. Am besten immer schöne gerade Schnitte. Dann ist man immer auf der sicheren Seite und das funktioniert eben, wie gesagt, sehr gut. Ich schneide alle meine Flights zu. Und wie gesagt, wie man ja auch sieht, sie halten dann eben auch mittlerweile 14 Tage im Vollbetrieb. Und da geht nicht viel kaputt. Wenn man eben mit leichten Darts schmeißt und die dann eben das Dartboard auch nicht belasten und vor allen Dingen auch nicht die Flights und die Schäfte gehen sowieso bei mir nicht mehr kaputt. Auch diese ganz einfachen Plastikflights und Schäfte, die halten eben sehr, sehr lange, wobei ich dann auch, wie gesagt, diese Barrels, das sind ja Soft-Dart-Barrels, auch empfehle, selbst wenn da mal jetzt mal eine Spitze abbrechen würde, eine Stahlspitze,
ist leicht abzuschrauben. Wie gesagt, es hat damals nicht viel Geld gekostet. Der ganze Dart kostet insgesamt, das Dart-Set hat 10 Euro gekostet, 11 Euro. Das kann man natürlich heute nicht mehr erwarten. Heute kriegt man das nicht mehr. Heute muss man ja idiotischerweise viel zu viel bezahlen. Ja, so sieht's aus. Das war dann eben der 14. Tag und die Flights sehen immer noch gut aus. Das jetzt nur als Beweis. Jetzt kommt erst noch mal ein bisschen was zum Wurf. Einen Augenblick. Ja, auch bei der Wurfbewegung gilt für mich, halt sie möglichst einfach, die Bewegung. Steh möglichst ruhig, möglichst auch gerade. Whitlock hingegen beugt sich sogar noch etwas hervor, was natürlich ihn in der Wurfbewegung noch etwas näher ans Dartboard bringt. Und er hat einen unheimlich späten Release, was natürlich unheimlich vorteilhaft ist. Ich habe selten einen Werfer gesehen, der das so genial macht. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir Whitlock als Vorbild genommen habe, sondern ich bin selber auf diese Wurftechnik gekommen, dass man, wie gesagt, möglichst sicher und ruhig stehen soll, möglichst den Release möglichst weit nach vorne verlegen sollte und eben möglichst auch den Wurf einfach halten sollte und eigentlich nur straight nach vorne werfen soll. Einfach nur gerade nach vorne, wie auch immer. Ich habe es mir nicht bei Whitlock abgeguckt, aber mittlerweile sehe ich da einige Ähnlichkeiten.